Wo die hier versehentlich hier diese komische Soße in den Kenny reingemacht haben. Ja. Der dann so genau diese Folge ist das. Ja. Ich habe so mehrere Lieblingsfolgen. Ich mag die mit dem braunen Ton am meisten, ehrlich gesagt. Der braune Ton. Der braune Ton war der 256. Untersingular von dem tiefen E oder sowas. Unteroktaven von tiefem E. Die können sowas ungefähr wissen. Aber es wäre echt geil, um seine Freundin zu verarschen, wenn es einen Braumton wirklich geben würde. Dann müssen wir aber sehr viel Klo dabei haben, aber es geht auch. Es hat uns Boot es gibt sowas wie einen braunen Ton. Den kannst du aber nicht spielen. Das ist zu tief. Viel zu tief. Ja, nee, ich bin dabei. Auslagern, gut, dass ich zu den hier noch gefragt hatte. Den kriegst du einfach nicht hin, weil er, ich glaube, bei irgendwas um die 30 Hertz liegt. Und auch einen enormen Schalldruck dazu. Der Rettungstransporter bringt das Opfer zur South Park The Stick of Truth, das Spiel. Mhm. Und ich spiele immer gerne mit Jimmy, den Krüppel, sehr gerne. Jimmy! Nein, das ist Timmy. Alles klar. Genau. Jimmy ist dieser mit den Krücken, der mir Herzen macht und stottert. Timmy. Timmy ist ein Rollstuhl. Er meint Jimmy, das ist der mit den, auf den Krücken, der mit den gelben Händen. Hemd und der hier versucht auf Comedian zu machen. Erwarte Befehle. Ja. Und der andere auf dem Rollstuhl, das ist Timmy. Scheiße. Ja, genau. So. Timmy. Oh, die Folge mit dem Fluchwort. Oh mein Gott, die haben gerade Scheiße im Fernsehen gesagt. Ist in Arbeit. Ja, aber die Folge fand ich nicht so unbedingt, weil ich finde die immer noch die mit den, erwarte Befehle. Tonnen immer noch. Jawohl. Aber der Film ist auch eine Sache für sich, der ist auch krass. Krank. Ja. Also. Aber wie Kenny da stirbt, als erstes möchte er sich den Furz anzünden, dann fuckt er sich selbst ab, er schlägt Cartman ihn mit dem Stock, kommt dann der Krankenwagen, wird aber weggeschossen, dann kommt Streusalz. Krankenhaus wird er dann irgendwie durchoperiert und dann so, Kenny, wie geht's dir? Scheiße. Ja, also ich habe eine schlechte Nachricht, wir haben dein Herz mit einer heißen Kartoffel verwechselt. Du hast noch 3 Sekunden zu leben. Was? Bist gleich blutrünstig, kann das sein? Erledigt. Zu Befehl. Ich? Erwarte Befehle. Nein! Nee, natürlich nicht. Ich werde mit Overwatch blutrünstig, wenn ich mit Reinhardt einen Blutrausch habe. Natürlich nicht. Ist klar. Ich glaub dir das. Nicht. Ja, tust du nicht. Na gut, wenn ich blutrünstig wäre, dann würde ich Doom spielen. Kein Problem. Irgendwas ist doch nicht gegen Doom? Bin bereit. Ist doch nicht blutrünstig. Was dann? Na gut, Monster Surfers. Dann würde ich Dead Space spielen. Selbst das ist nicht blutrünstig. Resident Evil? Jetzt kommt er eher mit seinem Spiel um die Ecke. Kein Problem. Was denn dann eben blutrünstig? Ich wollte sagen Outlast. Nee, der hat da. Komm nicht auf den Titel. Outlast? Bulletstorm. Bulletstorm? Genau. Ja. Bulletstorm. Sturm hat das, ne, das ist oder? Sein, das ist wirklich sein Spiel. Ja, ich sag mal so, Gegner in Pflanzen schmeißen, die dann fressen, aufspießen lassen, elektrifizieren, Säureangriffe. Die Mission hat sich jetzt erledigt. Oder Dead Island ist auch blutrünstig. Zombies mal einfach in die Fresse springen. Oder anderem. Bin bereit. Eben da wird müssen wegfahren. Jawohl. Bulletstorm. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollen einen anderen Bereich auswählen. Bulletstorm sieht ein bisschen aus wie Bulletstorm wirkt zu mir so ein bisschen. Alles klar. Keine Ahnung. Ein bisschen niedlich, sofort. Ne? Okay, jetzt weiß ich, was du unter Blutdruck meinst. Ich brauche hier noch kein ein Problem. RTW. Das Spiel würde ich mir holen wollen. Stark!
Nein, ich bin lieber. Ich ja, hab... ja, ja. Komm, aus der Nummer kommst du nicht. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ja? Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Jo. Jetzt hat er's versaut. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Das kannst du vergessen. Bei ihnen. Richtig. Nur weil ich Bullets komme, ich kann nicht. Erwarte Befehle, es ist in Arbeit. Leute, hol mich. Sofort. Jetzt ist es zu spät. Höre. Ja, wieder parken. Hey, Jimmy, da geht die Reputation durch Computer. Bin bereit. Maschine. Die dauert doch 15.000 Jahre. Jawohl. Scheiße. Oder guck dir mal Dead Island an. Ja, das kenn ich nicht. Ja, das ist in Arbeit. Das hat doch was mit Zombies, oder? Ja. Aber das ist genauso gut günstig. Da kannst du ja die Zombies auf den Boden hier schubsen und dann... Mit der Kettensäge zerteilen? Auch. Aber zum Beispiel einfach mal kräftig auf den Kopf klatschen. Ja, das geht auch. In Ordnung. Ist nicht auch, kann es auch sein, dass Outlast ein bisschen blutrünstig ist, oder ist es eher sadistisch? Es ist eher sadistisch angesichts, würde ich mal so spontan sagen. Na gut, er war ein Typ menschlicher. Ja? Einmal. Typen menschlicher? Dies habe ich gesagt. Kam nicht an. Erwarte Befehl. Ach so. Nee, das kam gar nicht an. Entschuldigung, ich wurde etwas leiser. Typ wurde dazu schaschlik. So ein weil er sah aus wie schaschlik. Und hat doch irgendwie. Also, er hat eine Lande, hat bitte. Spiel, ich glaube, er hatte irgendwie ein, so eine Stange. Einmal durch die Unterseite, einmal so in der Seite des Halses so rausragen. Er hat doch ein bisschen gelebt, dann ist er noch recht. Ein bisschen gelebt. Ein bisschen gelebt. Weißt du Bescheid? Hatte noch ein bisschen Lebenszeit noch, dann ist er verreckt. Ich glaube, es ist nicht so klug, alles einen schwarzen Helikopter nehmen. Ein. Okay. Jetzt hauen wir das mal ab. Was geht's? Und sonst, wenn jetzt jemand über das Panzer rauskommen würde, den Helikopter abgeschossen hätte. Zu Befehl. Alles klar. Das würde richtig abfucken. Ja. Aber nicht nur ein bisschen. Wird so, erledigt. Komm. Und auch bitte jawohl. Verhaften. Was gibt's? Wird erledigt. Was gibt's? Aber das ist halt Emergency. Und das macht das Spiel ehrlich gesagt auch irgendwo ein bisschen aus. Höre, ist in Arbeit. Dass man halt. Man kann einfach so. Man kann einfach. Bin bereit, kann einfach verstanden. Seinen eigenen. Was geht's? Man kann einen eigenen Weg gehen. Genau. Zum Beispiel, man will jetzt nicht zum Beispiel, die Terroristen bedrohen mich, dann schießt sie einfach nieder. Oder du bist Pfefferspray, nimm eine Blendgranate. Was geht's? Genau. Es gibt verschiedene Wege. Oder zum Beispiel jetzt bei irgendwelchen Missionen mit Blenden, wo du schon etwas viel weiter bist, zum Beispiel. Wie? Was nehme ich jetzt erst? Erst lösche ich jetzt da hinten, aber dann bin ich hier vorne nicht lösche, kurz dass sie ausweitet. Höre. Es ist einfach so interessant an dem Match. Man hat einfach. Was gibt's? Man kann einfach nicht die einen nachspielen. Das ist einfach. Ne, ich meine mit der Razzia, alles klar. Die ich ja jetzt gestern im Stream gespielt habe. Notruf. Ja, da hast du zum Beispiel immer einzeln alles gemacht. Zum Beispiel, ich habe es anders gemacht. Löschen Sie alle Brände. Ich habe verstanden. Da einen. Ich habe da so mehrere MTWs da benutzt. Ja? Ja, MTW. Wird erledigt, ja? Das ist immer so. Es ist immer interessant, wie andere spielen. Ja. Erwarte Befehle. Und das macht ja ehrlich gesagt irgendwo auch den Reiz aus. Genau, zum Beispiel bei Minecraft. Verstanden. Jetzt kommen wir bitte, nicht mit Minecraft. Hm? Was ist das? Jetzt kommt er mit Minecraft. Ich werde da bekloppt. Nein, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Ja. Sei doch ehrlich, du bist so ein Minecraft-Kiddy, oder? Also. Hä? Nein, ich bin kein Minecraft-Kiddy. Ich guck nicht mal Let's Plays, weil ich einfach das ein bisschen. Ich mag Minecraft-Let's Plays, die sind mir zu Mainstream. Um so gut, außer Mods. Alles klar.
ein, zwei Mod-Sachen, aber wenn ich gucke einfach keine Max-Update. Ich bin einfach viel zu langweilig, weil es so ausgelutscht ist, sag ich mir. Kein Problem. Erwarte Befehle. Aber du wirst mir ja eh nicht glauben, also egal. Der stimmt. Transportwagen bringt alle Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Die sonst auch. Keiner glaubt. Erwarte Befehle, wird erledigt. Nein, also ich persönlich spiele Minecraft mal so selten mal mit einem Freund auf dem Server, aber. Ich wusste es! Es war so klar! Das liegt aber daran, dass ich mir vor. Erwarte Befehle. Ja? Alles klar. Drei, vier Jahren. Hab ich mir einfach mal in den Sommerferien mit Minecraft geholt. Vor drei, vier Jahren. Und? Was und? Ich hab ehrlich gesagt. Du spielst das immer noch? Nee. Bin bereit. Hauptsächlich mit League of Legends. Oder? Ja, ist jawohl. Ich wusste es. Es war so klar. Dass ich ein bisschen Minecraft mehr spiele, wenn mir langweilig ist? Ja. Ja. Sofort. Weil für Minecraft, da muss man ja wirklich sehr, sehr viel Langeweile haben für. Mhm. Und ist ja noch. Ich kann noch bestimmt noch wie hier No Man's Skies. Nicht No Man's Skies ist ein bisschen. Ist langweilig. Das ist viel zu langweilig. Astronier, genau. Das ist besser, muss ich sagen. Ich sag's mal so. No Man's Sky hat definitiv einen sehr, sehr großen Sprung gemacht. Hat Potenzial. Ein Fahrzeug, das illegal gefährliche Chemie transportiert hat, zum Beispiel der eigene Space, also Basis. Ach du Scheiße. Durch die Brände treten giftige Dämpfer aus. Löschen Sie das Fahrzeug so schnell wie möglich. Alles klar. Kümmern Sie sich umgehend um alle Personen, die durch die Dämpfe vergiftet werden. Und achten Sie auf alle weiteren Aufgaben in Ihrer Aufgabenliste. Ich muss nur jetzt erstmal ein bisschen vor Ordnung schaffen. Also nur weil ich mal so zwischendurch mit Freunden mal ein bisschen Minecraft spiele, heißt das, dass ich so ein Minecraft-Kiddy bin. Ja, wird gemacht. Du hast es genau erfasst. Was geht's? Das würde ich sagen, dass alle Flüchtlinge böse sind. So extrem würde ich das jetzt nicht sehen. Das habe ich jetzt aber so angenommen, das ist. Sofort! Aber jetzt mal ernsthaft, wie kann man Minecraft spielen? Ich spiele, also ich muss ehrlich sagen, als ich das mal mir geholt habe, habe ich mal so vielleicht ein Jahr mal gespielt. Aber hauptsächlich auch schlimm genug. Dekontaminationsfahrzeug entgiften. Da war ich noch 14. Klim, genug! Eben. Jawohl. Ja, mit Vorurteilen. Höre. Vorurteile können wir. Verstanden. Mhm. Was geht's? Ja. Wird gemacht. Ja? Zu Befehl. Ja? Wird erledigt. Vorurteile können wir. Manchmal bin ich einfach ein bisschen. Finde ich, wenn es um das Thema geht, mich so zu verarschen. Manchmal kann ich das nicht so ab, okay? Ich mach schon gerne mit, aber manchmal. Ja, klar. Nein, das ist auch absolut nicht böse gemeint. Also. Ich weiß, dass ihr nur Spaß meint. Ich find's auch ein bisschen scheiß lustig. Ich würde jetzt auch sagen, noch nicht so ganz. Der grüne Raum. Bin dabei. Ja, du warst. Höre. Ja, so eine Minute vor. Ja? In Ordnung. Jetzt eine halbe Minute vor, ja. Ohne Rauch, ja, hat mir noch zu viel Hanf gebraucht. Erwarte Befehle. Ja. Und ich darf keine Witze machen? Verarschst du mich? Ja. Alles klar. Bin bereit. Das ist noch gut. Und ich darf da keine Witze drüber machen über Grün. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Wieso hast du es denn nicht gemacht? Höre. Jawohl. Hab ich doch. Was gibt's? Verstanden. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Wird gemacht. Ja. Jetzt noch einmal kurz die Reagenzgläser-Personen rausholen, wegbringen. Alles klar. Versuchen nicht mit deinen eigenen Leute. Wenn die mit Reagenzgläser das sind. Da habe ich so ein wenig Erfahrung bei. Und Flo,
Du wunderst dich, warum ich wir müssen so schnell wie möglich alle Unfallopfer sarkastisch gegen